Ja, Leute, willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wie angekündigt, sind wir mit Barbas zusammen beim Schrein. Ah, ich habe vergessen zu speichern. Auf dem Weg ist nichts passiert. Ich bin einfach nur wüst durch die Höhle gesprintet. Und jetzt sind wir hier am Schrein und gucken mal, was passiert. Ah, ihr habt die Axt und meinen Hund. Großartig. Ja, hier sind wir wieder. Jetzt liegt es an euch, euren Teil der Abmachung einzuhalten. Ausgezeichnet. Ein Held und sein treuer Gefährte bringen dem Fürsten das antike Artefakt. Fast wie in einem Märchenbuch. Aber es ist fast zu schade, solch eine Waffe herzugeben, oder? Man könnte mich wohl überreden, sie euch zu überlassen. Aber nur, wenn ihr die Axt benutzt, um Barbas zu töten. Ah, okay. Ganz einfach. Gib die Axt der Reue entweder Clavicus Vile oder töte Barbas mit ihr. Nein, ihr könnt Barbas und die Axt behalten. Also ich will Barbas nicht töten. Barbas ist cool, also... Mit euch ist es überhaupt nicht lustig. Ich muss wohl woanders für Spaß sorgen. Augenscheinlich ja. Und wenn der Bursche wieder da ist, besitze ich wieder meine ganze Macht. Eine ganze Welt wartet auf mich. Abgeschlossen. Ich wusste, ich kann euch vertrauen. Ja, ja, Hund findet Herrchen, Herrchen holt kosmische Axt, alle sind glücklich. Kommt her, Clever. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ihr Einsicht zeigt. Ich habe euch vertraut, jetzt vertraut ihr mir. Ah, sehr gut. Wenn man ein paar Jahre in einer Höhle eingesperrt war, vergisst man, wie großartig sich überragende Macht anfühlt. Schade, dass ihr euch etwas so Langweiliges gewünscht habt und ich den Clever wieder aufnehmen sollte. Euch fehlt die Fantasie. Dieser fehlende Ehrgeiz sollte bestraft werden. Vielleicht solltet ihr in einen Wurm verwandelt werden. Oder ein paar Jahrzehnte... Was? Was? Oh gut, nehmt meinen Segen entgegen und lasst es gut sein. Für mich gibt es sowieso noch Interessanteres. Maske von Clavicus Vile hinzugefügt. Ja, vielleicht hätten wir es auch so machen können, dass wir ihn eben, sagt er noch was? Nee. Dass wir ihn eben, hätten hintergehen können und sagen können, wir behalten die Axt, aber hätten dann, Barbas nicht getötet. Wäre vielleicht eine Lösung gewesen, weiß ich nicht. Ich hab's jetzt so gelöst. Ich will auch nicht nochmal neu laden oder so. Man hat halt die Quest jetzt so gemacht, wie man sie gemacht hat. Es gibt ja hier für die meisten Quests, oder für viele Quests, nicht für die meisten, für viele Quests mehrere Lösungswege. Und unserer war halt jetzt in dem Fall der. Maske von Clavicus. Maske von Clavicus Vile. 20% bessere Preise, plus 10 auf Redekunst. Magiker regeneriert sich schneller. Hat natürlich einen Rüstungswert zum Weglaufen. Könnte man aber im Inventar behalten, ja, wiegt 7, vor dem Hintergrund, dass man halt um 20% bessere Preise bekommt. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ja, deswegen bin ich, ist eigentlich gar nicht so schlecht, wie das gelaufen ist, und bin ich doch ganz froh drum. Jetzt Frage, was machen wir als nächstes? Ich bin ja fast dazu geneigt, Septimus erstmal die Blutproben zu bringen. Ich weiß nicht, ob wir diese Dedra, also wir sind ja da auch einem Dedra begegnet, in diesem Schlund, als wir aus Septimus Lager raus wollten. Gucken wir mal. Das war jetzt noch gleich welche. Die Entschlüsselung des Übernatürlichen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt mit der Dedra-Quest zusammenhängt oder ob wir einfach jetzt nur eine Quest für Septimus machen. Aber egal, wir gucken uns das mal kurz an und werden uns dann aber auch bald auf die Suche nach den Bruchstücken begeben für die Klinge, deren Name mir gerade entfallen ist. Außenposten. Ah, Schlückchen war sehr, oder was? Septimus! Juchi, wir sind da! Ich erinnere mich, hier hatten wir ihn beklaut und er wurde böse und wir mussten oder haben neu geladen. Ist das so? Hier können wir immer noch stehen. Pass mal auf! Grabdreamer in der Underwelt! Ich werde eure verlorenen Geheimnisse lüften und mich in eure Tiefen emporschwingen. Hier, Blutjunge. Ich kann sie beinahe hören. Ich fühle ihre Lebensenergie. Kommt, ich stelle die Mixtur her. Ja, ich habe zwar keine Ahnung mehr, welche Mixtur das sein soll, aber ich folge dir mal. Schon fertig? Da ging ja schnell. Shake it, Baby! Barmixer Septimus. Alter Schwede, wie cool. Was ist das? Was ist... Es ist bloß ein Buch. Septimus hat's zerrissen. Okay. Mann, Septimus. Ich nehme mal dieses Lexikon-Gedingse mit, das wiegt nichts. Das war aber der Quest-Gegenstand, glaube ich, für die Hauptquest. Wir mussten ja im Zuge der Hauptquest hier, wenn mich alles täuscht, da hat es Septimus einfach mal zerrissen. Gibt's hier irgendeinen Mechanismus, dass ich die Falle... Oder hat Septimus jetzt mit seinem Tod die Falle und so? Wir nehmen das mal. Ja, ich würde euch das gern vorlesen, aber ich kann nicht. Eine Seite nehmen. Was zur Hölle? Können wir mit dem Ogma Infinium anstellen? Ja, oder? Oh, Ogma Infinium. Ist das vielleicht nur zum Verkaufen da? Weil auch wenn wir es jetzt lesen, steht nur diese... Oh, Entschuldigung. So muss ich gähnen. Stehen nur diese zwei Seiten drin. Ja, die Quest ist auch zu Ende. Ah, nee. Doch. Aber. Frag Urak nach dem verrückten Buch. Haha. Speichern. Hallo, Elendsschlund. Wie ist es? Kommt, mein Champion. Ich bin nicht dein Champion. Und wer hat wohl Septimus hierher gebracht? Ja, konnte ich ja nicht ahnen. Wer hat euch auf eurer Reise beschützt, an deren Ende ihr die Schatulle geöffnet und dieser Welt mein Wissen offenbart habt? Euer freier Wille ist nichts als eine Illusion. Ob ihr mich nun anerkennt oder nicht, ist eure Entscheidung. Aber ich werde in eurem Geist wohnen. Ihr habt nun mein Ogma Infinium. Es enthält das Wissen der Zeitalter, wie es meinem treuen Diener Xarsis offenbart wurde. Über Jahrhunderte war es der Welt verborgen.
Septimus war ein nützliches Werkzeug, um es wieder zum Vorschein zu bringen. Es liegt nun in euren Händen. Lasst uns gemeinsam Wunder bewirken. Aha. Und nun? Bin ich hier fertig? Kann ich mir erstmal das Zeug nehmen. Zack. Begonnen. Boethias Ruf. Ach, cool. Boethias Prüfung. Der folgende Bericht ist wahr. Möge er denen, die Ohren zum Hören und Herzen zum Wissen haben, als Warnung dienen. An einem gewissen Tage, zu einer gewissen Stunde, versammelten sich die Gläubigen, um gewisse Rituale durchzuführen. In der Hoffnung, einen Blick auf ihre Herrin erheischen zu können. Der Tag war richtig, die Beschwörung wahrhaftig, der Schleier wurde zerrissen. Und sie erschien höchst persönlich vor ihnen, furchtbar und herrlich. Sie war in Ebenerz gekleidet, schwärzer als die mondlose Nacht und führte eine Klinge, die heißer brannte als die Oberfläche der Sonne. Und obwohl sie in der Form einer Kriegerkönigin der Dunmeer erschien, erhob sie sich vor ihnen wie eine Statue, die aus dem Roten Berg selbst gehauen wurde. »Warum stört ihr mich?« Überrascht beteten die Ersten unter ihnen, »O Boethia, Fürstin der Heimtücke, Täuscherin der Nationen, Königin der Schatten, Göttin der Zerstörung, wir sind gekommen, um euch zu huldigen.« Sie blickte auf ihre Anhänger, die sich versammelt hatten, um Zeugnis abzulegen. Missbilligend fragte sie den Ersten, »Sprecht, der ihr mich zu kennen behauptet, wie soll ich euch kennen?« Eingeschüchtert sprach er, »Ich bete euch jede Nacht an und jede Nacht rufe ich euren wundervollen Namen. Sicher müsst ihr den Klang meiner Stimme erkennen, die Stimme eures unterwürfigsten Dieners.« Sie legte die Stirn in Falten und seufzte, und da war er plötzlich verschwunden. Die Luft ihrer Lungen hatte ihn aufgelöst. Sie wandte sich an den Zweiten und fragte, »Und ihr, welchen Wert soll ich eurer Existenz beimessen?« Von ihrer machtvollen Stimme betäubt, verbeugte er sich vor ihrem immer finster werdenden Antlitz. Sie klatschte in die Hände und auch er war verschwunden. Zum Dritten, »Und ihr, sagt mir, wie soll ich euch von jenen, die nicht mehr sind, unterscheiden?« Erschüttert und im Angesicht der Auslöschung seiner Brüder sprachlos flüsterte er, »Habt Gnade mit uns.« Sie blinzelte zweimal, einmal und er krümmte sich vor Schmerzen, zweimal und er war verschwunden. Sie warf einen vernichtenden Blick auf die Verbliebenen und sprach, »Ich gewähre keine Gnade.« Und so ging es weiter, sie stellte sie alle zur Rede, doch sie hatte nichts zu sagen. Schließlich kam sie zu mir, die Augen voller Wut, die Zunge geifernd vor Hass und sprach, »Von meinen Anbetern verblieben nur noch zwei. Sagt mir, Vorletzter, womit wollt ihr eure Existenz beweisen?« Ohne zu zögern, zog ich meine Klinge, stieß sie dem, der neben mir stand, in die Brust und antwortete ohne Furcht, »Fragt ihn, dessen Blut jetzt meine Klinge benetzt, ob ich existiere.« Sie lächelte und die Tore des Reichs des Vergessens öffneten sich zwischen ihren Zähnen. Dann sprach sie, »Ihr, der ihr nun der letzte meiner Anhänger seid, sagt mir, warum seid ihr noch und die anderen nicht mehr?« Erneut zog ich meine Klinge, bot sie ihr an und sagte, »Ich lebe, weil dieser hier tot ist. Ich existiere, weil ich es so will. Und ich werde so lange verweilen, wie es Zeichen meines Handwerks gibt. So wie das Blut, das von dieser Klinge tropft.« Sie nahm mein Geschenk an, nickte und sagte, »In der Tat! Wenn euch das Blut in den Venen kocht und euch der Geist entflammt, während ihr das hier lest, dann werdet ihr von Boethia gerufen. In diesem Falle solltet ihr dem Ruf folgen. Findet sie auf dem Berg, der Windhelm überragt. Trefft uns dort und lasst euch prüfen. Wird natürlich mitgenommen. Feuersalze nehmen wir auch mit. Hier oben gucken wir nochmal die Bücher durch. Auswirkung der Schriftrolle der Alten. Gedanken zur Schriftrolle der Alten. Ob ich die wohl alle... Kima vam Medium. Die sind zwar alle relativ viel wert. Ich weiß nicht, ob wir... Ich nehme sie mal mit. Aus dem Grund, dass sie möglicherweise Urak helfen könnten.
Vielleicht lösen wir damit eine Quest aus, wenn wir sie ihm geben, weil er jetzt die Schriftrolle hat. Vielleicht habe ich sie aber auch einfach nur umsonst mitgenommen und werde sie beim nächsten Besuch eines Händlers verkaufen. Nicht wahr, liebe Freunde? Es könnte alles passieren. Jetzt möchte ich aber erstmal Bohetia, ist ja, glaube ich, auch eine Daedra. Zumindest klang es in dem Buch auf jeden Fall, klang alles sehr nach Daedra. Ja, Bruchstücke der Vergangenheit. Die andere Quest ist jetzt abgeschlossen. Haben wir eigentlich irgendeinen Bonus von Dingensbummens bekommen? Nee. Mühelose Wucht. Okay. Der Stiefel, der Liebendenstein, Zerstörung. Ja, Liebendenstein lassen wir drauf. Bisschen bessere, ein bisschen schnellere Fähigkeitenverbesserung. Das kann immer nichts schaden. Das ist ganz cool. Nee, was haben wir denn jetzt von dieser Daedra-Quest gehabt? Außer das Buch. Was viel wert ist. Mehr aber auch nicht. Egal, wir probieren es mal aus. Aktivieren schon mal Bohetias Ruf. Oh, ist er aktiviert? Wir machen Bohetias Ruf. Wir machen mal Bohetias Ruf, ja. Und reisen aber erstmal zur Akademie. Gucken in der Folge noch, ob wir bei Urak... Alter Schwede, warum ist mir gerade so kalt? Ob wir bei Urak vielleicht die Bücher abgeben können, ob er uns irgendwas erzählt, ob er... Blablabla, was auch immer. Er ist auf jeden Fall hier unser Buch-Junkie, dem wir auf jeden Fall mal die Bücher bringen können. Bei ihm können wir auch was kaufen, insofern können wir sie ihm dann auch gleich verkaufen, wenn er sie nicht braucht. Wir gucken mal, ob er uns irgendwas zu sagen hat. Nicht wahr? Ach ja, und auf Dragonborn bin ich ja schon so ein bisschen gespannt. Ich habe ja noch kein DLC gespielt. Ich habe weder Hearthfire gespielt, beziehungsweise ausprobiert, noch habe ich... Mir fehlt gerade der Name, na hier, Vampir-DLC. Hier Dawnguard. Ausprobiert. Ich glaube, das werden wir aber im Let's Play. Ich glaube, Dawnguard ziehen wir noch durch, auf jeden Fall. Erzmagier hin oder her. Bei meinen Regeln gibt es keine Ausnahmen. Aha, was habt ihr zu verkaufen? Was habt ihr zu verkaufen? Bitte achtet darauf, dass eure Hände sauber sind, bevor ihr etwas anfasst, ja? Na klar, Mann. Na, pass mal auf. Die Bücher scheinen wir ihm wohl nicht geben zu können. Und die anderen können wir ihm nicht verkaufen? Können wir wirklich nicht. Wie lame. Also gut, Jo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wobei, wir können ihn ja mal fragen, wo wir eine Ork-Festung finden. Ohne euch wäre das gesamte Wissen womöglich verloren gegangen. Ja, ich weiß, ich hab's einfach drauf. Die bekannteste Festung ist Dushnik-Jal. Hier, ich markiere den Standort für euch. Cool, danke. Na, wo kommst du denn hier aus? Das mache ich, mein Freund. Schuppendippendu. Hier runter. Jopp, und dann werden wir mal Bohetias, auf die Suche nach Bohetias Schrein gehen. Und erstmal gucken, wo der überhaupt ist. Auf dem Berg, der Windhelm überragt. Irgendwie schade. Ich dachte, wir hätten ihn. Ach du lieber Himmel. Wobei. Hier geht ganz einfach ein Weg hoch. Das heißt, auf zu den Stellen von Windhelm und dann nach Osthen. Ja. So machen wir es. Ach, wir gucken auch mal, was unser Inventar sagt. Vielleicht werde ich... Ach, ich werde das auf jeden Fall offscreen machen. Wir beenden ja jetzt gleich die Folge, ne? Wenn ihr mal auf die Uhr guckt. Ich werde offscreen noch schnell nach Windhelm reisen, nach Weißlauf reisen
und werde die Drachensachen ablegen. Ich werde nichts verkaufen und kaufen oder so, sondern einfach nur uns von dem Gewicht befreien, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Spielraum haben, was die Traglast angeht. Nichtsdestotrotz sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder und gehen dann irgendwie da so rum und lang und hast du nicht gesehen. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage ciao, ciao.